Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Sporthalle Lezen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Wir treffen uns heute zur MV-Liga Männer, wo die SG Bansko Lezen, der Tabellenführer, trifft auf die zweite Mannschaft des HC Empor Rostock. Und ein Blick auf die Tabelle, lässt gucken, es scheint ziemlich eindeutig. Klarer Tabellenführer SG Bansko Lezen, Platz 11, Empor Rostock. Aber ganz so ist es dann doch nicht. Die letzten beiden Spiele, die die SG auch wirklich gespielt hat, auswärts in Bützow und auswärts bei Demmin, 1:3 Punkte stehen dazu Buche. Also der Trend zeigt nach unten, auch wenn man das Spiel gegen Usedom als gewonnen bewertet hat, aber man hat selber nicht gespielt. Auch hat man einige Verletzungssorgen zu beklagen bei der Heimmannschaft. So fehlen unter anderem Marco Krim und Roberto Wolf, kniebedingt. Und der beste Shooter, Daniel Wach, mit Problemen im Rücken, sowie Abwehrstratege Henrik Zapp. Und so werden wir gucken, ob die Zweitligareserve von Empor Rostock hier mehr holen kann als andere Mannschaften bisher hier. Weil zu Hause ist die SG noch ungeschlagen gewesen und wir wollen gucken, ob das so bleibt. Auch im letzten Heimspiel in diesem Jahr hier in der Sporthalle. Und auf geht's ins MV-Liga-Spiel. Letztes Heimspiel der SG Bansko Lezen gegen die zweite Mannschaft des HC Empor Rostock. Und die SG zu Hause noch ungeschlagen, aber mit einer recht ungewöhnlichen Mannschaftsaufstellung jetzt hier und mit der Niederlage aus Demmin im Gepäck. Und schönes Kreisanspiel. Aber auch verändert auch die SG ungewöhnlich in den Vereinsfarben in Grün und Weiß. Normalerweise eher in Schwarz unterwegs und die Gäste in den Mecklenburger Handballerfolgsfarben Gelb und Blau. Und es gibt den ersten 7 Meter für Rostock. Benny Holz tritt an gegen Perry Mike Stenzel und der Ball geht an die Latte und der zweite ist dann drin, 1:0 für die Gäste aus Rostock, Torschütze Benny Holz.
Und er nimmt gleich die Aufgabe seines Bruders wahr. Christian Bach mit dem Sprungwurf und dem 1:1 für die SG Bernskolezin. Leichter Ball, den fängt Mike Stenzel und Christian Klatt zum Konter. Und es gibt 7 Meter. Klare Anweisung der Schiedsrichterin an Martin Kosinski. Und den ersten 7 Meter Lars Klütermann. Und auch der Ball gehalten, diesmal von Johnny Hagen. Und da steht er lange in der Luft, wird nicht richtig angegriffen. Erik Hahn mit seinem ersten Treffer in dieser Partie. 2:1 für Rostock. Und Lars Lütermann mit dem zweiten Versuch. Und das 1:3 durch den Konter durch Philipp Mint. Auch ein neues Gefühl in dieser Saison. 2 Tore hinten in eigener Halle. Gab es bisher noch nicht. Jetzt beim dritten Versuch dann auch erfolgreich Lars Klütermann zum 2:3. Gibt es Freiwurf für Empor Rostock? Auch Zeit angehalten, damit die Trainer aufs Spielfeld kommen können. Aber Erik Hahn wieder auf den Beinen. Es geht weiter. Schönes Kreisanspiel von Holz auf Wilczek zum 2:4. Und jetzt wacht erstmal die Fans hier auf. Es gibt Bernskolezin. Und Klütermann mit einem Wahnsinnskreis ans Spiel. Auf Christian Klatt. Als Dreher gespielt. Der Anschlusstreffer 3:4. Oh, schön die Lücke aufgerissen und überaus in einer erfolgreich abgeschlossen von Martin Kosinski 3:5. Aufgrund der dünnen Bank kann der Trainer Birger Frind auf seinen Schützling Alex Kahn in dem Fall einwirken. Kann sagen, okay, da musst du so reagieren, da musst du so reagieren. Alex Kahn ja vom Basketball zum Handball gestoßen und wieder das Kreisanspiel von Klütermann. Aber gut verhindert von den Rostockern.
Jetzt haben sie sich eine Zeit angehalten, aber es geht auch weiter. Fähre kam. Auf Klade hat er gut wieder rausgespielt, auf Strauß, und es gibt Freiburg für die SG Banskoletzen. Fuß von Marco Ohm und der Konter. Kommt Arno und Perry, Mike Stenzel hat den Ball. Erst Christian Klatt, der seine Hand dran hatte. Der Ball kam dann aber doch durch auf Kosinski und der Schalter an Mike Stenzel. Und er hält Bansko jetzt im Spiel. War ausgedacht, spitzer Winkel für Schneidewind, bekommt den Freiwurf. Da war eine Mehr jetzt mal schnell gespielt von Henrik Strauß. Aber Emperor Rostock ist wach. Sehr wach hier in den ersten 8 Minuten. Passives Spiel angezeigt und Christian Bach nimmt sich den Wurf. Geht vorbei und da haben sie Glück. Der Pass vom Tor nach ganz vorne zum Konter, der war sehr schlecht. Strauß wollte zum Kreis, durchdrücken, zu glatt. Keine ist da. Und da vorne der Mittelmann Henrik Strauß, deutlich mehr Bereitschaft von seiner Mannschaft. Und es gibt erneut 7 Meter für die SG Banskoletzen. Es ist der zweite in diesem Spiel. Der erste war nicht drin und trotzdem kommt jetzt nochmal Lars Klütermann zum 7 Meter gegen Johnny Hagen. Sicher verwandelt. Also der Anschlusstreffer. 4:5. Versuchen sie es mit Kreuzen bei Rostock. Die müssen die Pässe aber ankommen. Im Gegensatz jetzt der Konter der SG. Schlechter Pass von Bach und gespielt auf Alexander Kahn. Und er macht den Treffer für die SG Banskoletzen Ausgleich. 5:5. Das ist aber ebenfalls eine sehr gute Einzelleistung von Martin Kosinski zum 5:6. Ja, Schrittfehler gepfiffen gegen Henrik Strauß. So, wieder Ballbesitz für Emperor Rostock. Der hat so ein bisschen das Tempo aus dem Spiel nehmen natürlich.